So, hallo, wir machen weiter. Bei The Legend of Zelda, und ich habe es letztes Mal schon gesagt, ich möchte mir die Crocs in der zweiten Mission holen. Zelda, die wir damals noch im DLC gespielt haben, ja übrigens. Wächter geweckt war, begab sich mit Impa und Link Stimmt, als ich ganz vergessen. Zum Institut hab ich ganz vergessen. Forschung, wo sie hab ich ganz vergessen. So. Ja, und im letzten Part haben wir genau einen Croc gesammelt. In der Darok-Mission. Es ist so traurig. Es ist so traurig. Es ist so traurig. Ha. Ja. So. Also, schön umgucken. Dann kriegen wir das schon hin. Gleich mal zurücklaufen. Gleich mal am Anfang zurücklaufen. Das geht nachher auf, ne? Das geht, glaube ich, nachher auf, ja. Das geht nachher auf. Also hier haben wir keinen einzigen Croc. Also hier werde ich öfter Erfolgserlebnisse haben. In Before, ich finde auch keinen einzigen. Nein. Also das, bedeutet aber, ich muss hier wirklich alles nachgucken. Weil hier gibt es jetzt nichts, wo ich sagen kann, da habe ich schon geguckt, weil gibt es halt einfach nicht. Ich bin da damals einfach durchgelaufen. Ich glaube, da wusste ich auch noch nicht, dass es Crocs gibt. Zu meiner Verteidigung. So, Abflug. Also hier oben sieht soweit alles fein aus. Da habe ich jetzt nicht den Eindruck, dass ich da was verpasst hätte. Da unten wird auf jeden Fall einer sein irgendwo. Auf dieser großen Fläche wird ziemlich sicher irgendwo ein Croc sein. Aber erstmal räumen wir auf. Da kommt jetzt gleich noch so ein Feuerviech, glaube ich. Ah, oder sowas da. Darunter geht gleich Zelda. Okay. Das wollte ich nicht, aber jetzt haben wir das Ding gleich hier mitgenommen. Das ist auch okay. Es war zwar nicht die Reihenfolge, die ich angehen wollte, aber es ist in Ordnung. Kein Problem. Kein Problem. So. Hier oben komme ich noch nicht rein, ne? Da muss ich dran denken, dass wenn das alles offen ist, dass ich da noch hinwusel. Okay, da über die Brücke. Ach so, geht's nicht. Lell. Okay, da ist leider nichts gewesen an Crocs. Schade. Hätte gedacht, hier sind Crocs, aber scheinbar sind auf dem Feld doch keine Crocs. Also, es gibt noch genug Wege, die alle denkbar sind, was Crocs angeht. Kann ich nicht gleich kaputt machen, so Nein, ich wollte das treffen. Aber ich glaube nicht, dass in so einer... Also in so einer Metallkiste waren bisher noch nie Crocs drin. Das kann ich mir nicht vorstellen. Okay. Na, dann war hier noch kein Croc. Na gut, meinetwegen. Dann ist das so. Dann war hier meinetwegen noch kein Croc. Gut. Auch nix. Okay. Ist okay. Wir haben, wie gesagt, noch ganz viele Möglichkeiten. Es gibt auch noch ganz viele Wege oben lang und so weiter. Durch
durchaus möglich, dass sie sich am Anfang noch ein bisschen zurückgehalten haben hier. Ja, hier ist auch nichts. Okay. So, räumen wir mich hier mal ein bisschen zusammen auf. So, zack, 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 zack. Jetzt kommt der Große. So. Tschüss. Okay. So, jetzt gucken wir uns hier aber ein bisschen um. Lel. Was kommt ihr denn her? Macht euch mal weg. Ja, jetzt sollten wir jetzt Sicherheit sein. Genau. Es kommt auch überhaupt kein Monstrum hinter uns her. Ist alles okay. Aber hier ist auch nichts. Also bis hier kein Krog. Hätte ich jetzt den Radar noch nicht, würde ich sagen, in der Mission gibt es keine Krogs. Radar ist gut, aber die Ansicht auf der Karte meine ich halt. Vielleicht sind die wirklich alle oben dann, wenn man nach dem Ding sucht. Also wenn man die einzelnen Wächter aktiviert, vielleicht sind die alle da oben. Kann ja sein, dass die hier unten nicht... Ah, guck mal! Nummer 1. Hoffentlich Nummer 1. Man weiß es nicht. Oh! Die habe ich auch bisher immer übersehen. Kann man ja gleich mitnehmen. Was? Kann ich den eigentlich direkt besiegen? Müsste doch gehen, oder? Nur mal so. Ich bin doch jetzt stärker. Oder wird der irgendwie... Nee, ich will den Kampf aber nicht vermeiden. Interessiert es ja nur. Ob ich irgendwas tun kann, dass der sozusagen... Also, ob ich den jetzt schon vorher besiegen kann, bevor die Mission überhaupt sozusagen durchläuft. Oder ob das dann schief geht aus irgendeinem anderen Grund. Das ist ziemlich interessant. Was ist, wenn ich das Schild auslöse? Okay. Das hat jetzt relativ wenig interessiert. Aber er ist halt einfach zur Hälfte schon down. So, das war halt damals undenkbar. An der Stelle. Das war nicht, was ich wollte. Ach komm. Ach komm. Das hat doch ganz gut gesessen. Ah, komm. Der verabschiedet sich gleich. Sogar ohne, dass ich ihn in die Dings bekomme. Ich besiege ihn einfach so. Geht natürlich auch.
Nein! Nein! Du Mistding! Hier bin ich. Spitzt wohl, einfach abzuhauen. Ey, weg hier! Okay, was jetzt? Ach so, es hört einfach auf. Ja, scheiße. Muss jetzt nochmal neu starten, die Mission. Okay. Lel. Also gut, alles klar. Man kriegt den auch einfach so klein. Ach, scheiße. Ah, okay. Aber gut, dass ich das jetzt schon merke. Ne, eine reicht ja. Ja, habe ich gerade wieder verpeilt. Dann verbessern wir ganz kurz Waffen. Bei den anderen. Weil die haben alle ihr Limit erreicht, genau. Die nicht. Okay. Gehen wir ganz kurz Waffen verbessern und dann holen wir die restlichen Crocs. Ah, das war jetzt mal, das musste ich jetzt mal testen, ob das geht. Es geht. Der ist also keine Gefahr mehr. Aber es gibt kein Achievement oder sowas. Gut, da genau, da möchte ich hin. So, Impa. Das ist deine Waffe. Das treue Kodachi, aber... Ja, gut. Na, jetzt ist es ja noch nicht so eine hohe Stufe. Jetzt kostet es noch nicht so viel, das zu verbessern. So, da kann man das sich noch leisten. So ein Ding ist das. Okay, und Angriffsreichweite geht auch noch hoch. Sehr schön. Zack. Ab dafür. Prima. Dann Zelda ist auch voll. Komplett voll. Und das Leitpaket wird verstärkt. Mit dem ganzen Zeug halt hier. Allerdings, bei ihr ist es schon ein bisschen auf einer höheren Stufe scheinbar. Wenn ich mir das so angucke. Kostet schon ein bisschen mehr. So. Weiter im Programm. Das, das. Das, das und das. 750, ja. Ist okay. Zack. Ab dafür. Einmal noch. Weil sie bekommt so selten ihr Zeug. Da kann man jetzt mal hier ordentlich reingehen. So. Gut. Dann ist sie auch ein bisschen stärker hier, was das Ding angeht. Mifa kriegt ihre Lanze verbessert. Logischerweise. Hier, hier. Und nehmen wir die mit. Hier, hier. So. Und nochmal. Hier, hier. Hier, hier, hier. So. Prima. Okay. Denke, das reicht erstmal platztechnisch. Dann, Daruk war auch noch voll. Das, das. Der hat auch noch gar keine Effekte drauf. Ausweichfähigkeit plus 5%. Was gibt es noch für Effekte zur Auswahl gerade? Alles nur Ausweichfähigkeit. Na gut, dann ist es ja egal. Ja, dann ist ja egal. Dann. Wenn es sonst nichts anderes gibt, nehmen wir halt das so mit. Ja, damit. Nochmal. Zack, zack. Zack, zack, zack. Okay. Reicht dann auch bei Daruk. So. Rivali ist noch nicht voll. Robosa ist auch noch nicht voll. Und er hier, der ist auch noch nicht. Okay, sehr schön. Haben wir das ganz fix mal gemacht. Achso, bei Link können wir verkaufen, ne? Ja, hilft uns nichts anderes, müssen wir verkaufen. Sanchi Langschwert. Oh, 141 gibt es dafür.
jetzt auch nicht nach einer speziellen Waffe aus oder so. Ich denke, das kann ich einfach verhauen. Ach nee, das ist das Gesamtwert, was ich... Ach so, nicht für das eine ist, sondern... Ja, okay. Ich habe wieder nicht nachgedacht. Ja, komm, dann verkaufen wir jetzt mal ordentlich hier. So. Ja, komm, scheiß drauf. Okay. Genug gehandelt. Auf in diese Mission. Diesmal richtig. Ah, Mann, das war wieder doof. Aber es war eigentlich halb doof, weil jetzt habe ich ja dadurch die Waffen verbessern können. Und Zelda, deren rechtzeitig Neugier gemerkt. Auf den mysteriösen Wächter geweckt ja. Und rechtzeitig gemerkt, dass mein Inventar voll ist. Okay. Dann wollen wir mal. Jetzt kann ich den Anfang, denke ich, aber recht schnell. Ah, jetzt habe ich nicht geguckt, ob genau der erste Krog ausgefüllt war. Siehst du? Aber ich denke fast, es müsste der erste Krog gewesen sein. Na komm. So. Ja. Einmal ganz schnell hier runterrennen. So soll es sein. So. Tschüss. Und dann Abflug. So, Nummer 1. Zwei. Einmal einsetzen. Zack. Auch schon mal aufräumen. So. Das war alles schon. Sind wir ja schon wieder hier. So einfach geht es. Ja, wir sind super in Sicherheit. Alles cool. Oh nein. Was? Wer ist denn hier nur gelandet? So, jetzt geh aber gleich mal da hoch, wo der herkam. Der geht nämlich voll auf mich. Und damit kann ich das für mich nutzen. Okay, da ist nichts. Ach doch, siehst du? Es hätte mich sehr gewundert, wenn da nichts ist. Okay, sehr schön. Damit haben wir Nummer 2 von 6. Okay. So. Ich gehe jetzt mal nicht davon aus, dass hier auch noch gleich einer ist. Das wäre ein bisschen komisch. Es gibt halt noch so viele Wege da oben, wo ich eher einen vermuten würde. Den müssen wir gleich aktivieren, glaube ich. Das ist einer von denen wahrscheinlich. Aber auch hier ist halt wieder schön, dass es keine großen Flächen sind, sondern man alles recht überschaubar gestaltet hat. So, noch hier oben rumgucken. Da ist nämlich noch so ein Zwischenfeld. Da muss ich auch irgendwie reinkommen. Hoi. Ist hier so ein Eingang? Aber der ist noch zu, verdammt. Muss ich mir merken. Muss ich mir merken, dass ich da noch rein muss. Wenn ich nicht eh automatisch da irgendwann reinkomme. Weiß es nicht mehr. Okay, aber dann haben wir hier oben auch alles abgefrühstückt. Ich wette, da drin ist was. Das würde mich wundern, wenn nicht. So. Bruder! Bruder!
Was? Okay, ja, der schießt den jetzt ab. Kennen wir schon. Wiedersehen. So soll es sein. Jetzt ist die Frage, ist jetzt das Tor hier aufgegangen vielleicht zufällig? Kann man jetzt da rein? Alter. Oh mein Gott, Daruk. Daruk geht's gar nicht gut. Ja, jetzt kann ich hier rein. Nice. Hier ist schon mal nix. Okay. Hier war schon mal nix. Aber Daruk sollte sich mal dringend heilen. Holy moly. Nicht, dass der mir flieht. Okay, hier unten war auch soweit nix. Dann gehen wir jetzt hier erstmal hoch. Alter, Daruk, es wäre mir echt recht, wenn du hier nicht... Oh, warte, ich kann zu Daruk wechseln. Nee, 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 nee. Ich wollte... Geh weg. So. Alter, das war ein halbes Herz. Wenn ich jetzt mit ihm gestorben wäre, wäre es ungünstig gewesen. Wenn der PC... Also, wenn der Computer nicht stirbt, ich wechsle und dann sterbe ich. Das wird dumm. Eieiei. Ah, gut, dass er zu denen gehört, die man selber steuern kann. Sonst hätte ich die jetzt nicht heilen können, ne? Oder ich glaube nicht, dass man denen selber was geben kann, wenn die unten sind. Es wäre zwar cool, wenn man so sagen kann, hey, hier, Member kriegen jetzt einen Apfel. Was? Schien mir nicht so. So. Ich glaube, da ist noch... Nee, da ist auch offen. Wie okay, bitte? Wir gehen erstmal links rum. Ich glaube, der Weg ist egal, wie man die Reihenfolge wählt. Jetzt Charakter wechseln, weil das die ganze Zeit anzeigt. Ich will doch nur hier oben umgucken. Lass mich doch hier oben umgucken. Yo, hier ist einfach voll die Party. Hä, hey, Fernsehen eine Minute ausschalten. Alter, wo ist das Ding? Okay. Oh Mann, so. Da ist der, den ich eigentlich... Ne, von hier muss ich dann wieder runter, ne? Ja, von hier gehe ich dann wieder runter. Ne, 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 jetzt nicht. Jetzt nicht, Link. Jetzt ist zu bald. Jetzt ist zu bald. Wir müssen erst noch 4 Crocs finden. Allerdings nicht alle 4 hier oben, das ist klar. Auch das ist logisch. Ah, hier könnte was sein. Schade. Hätte gepasst, aber gut, dann halt nicht. Da drüben könnte auch was sein. Schade. Gut, hier liegt ein gestürzter Waggon. Aber sonst ist hier nichts Spannendes. Okay, jetzt kommt eine etwas größere Fläche.
Da hoffe ich doch, dass jetzt hier irgendwo sich eine Blüme in der End findet. Vorher knallen wir hier mal alles runter. Ausdauerbarsch. Oh, da ist wieder zu jetzt noch, ne? Ah, ne, hier ist offen. Dann nehmen wir den doch schon mal ein. Den Posten hier. So. Zack. Damit ist der Posten unserer. Was auch immer mir das bringen soll. Ich habe meine Ruhe. Das bringt's. Das ist das Einzige, was es bringt. So. Hier kann man jetzt sogar wieder runterlaufen. Will ich aber ja gar nicht. Ich will ja erstmal hier mich umgucken. Ob sich hier denn ein Krog finde. Stellt sich raus. Nö. Aber hier ist noch ein Weg, der einfach so außen rum geht und dann aufhört. Hier wird sich doch wohl jetzt irgendwas finden lassen. Ah, eine Truhe. Ist zwar auch was Tolles, weil antikes Erweiterungsteil für Zelda, aber nicht, was ich gesucht habe. Okay, ich hoffe, hier habe ich alles jetzt abgeguckt. Wir gehen noch mal ganz kurz zu dem Waggon. Der ist mir irgendwie nicht so geheuer. Aber da ist auch nichts. Okay, na gut. Meinetwegen. Meinetwegen, dann ist da halt nichts weiter. War auch nichts. Ha. Dann gehen wir mal den Weg hier weiter. Das ist der Anfang, oder? Ja, das ist der Anfang. Wir sind wieder am Anfang angekommen. Ja, moin. Will ich mich hier nochmal umgucken? Habe ich hier was übersehen? Ich glaube es aber nicht. Das habe ich ja damals. Also damals. Das habe ich ja vorhin schon geguckt. Dann nicht so aus, wie wenn hier irgendwo irgendwas ist. Leider wohl. Aber vielleicht ist jetzt da offen. Das Tor hier war am Anfang noch zu. Scheiße. Das ist immer noch zu. Das muss ich mir merken. Da muss ich noch rein. Da muss ich irgendwann noch rein. Waren sonst irgendwelche Tore zu, die jetzt vielleicht offen sind auf dem Weg dahin? Wir gehen nochmal den Weg ab. Müssen wir ja eh. Was bleibt uns anderes übrig? Es bleibt überhaupt nichts anderes übrig. Aber hier ist auch nichts. Nee. Ha, 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 ha. Das haben wir alles schon geguckt. Da war alles nichts. Da waren wir. Logischerweise, das war durchgelaufen, haben wir aufgeräumt. Hier geht es einfach nur gerade durch, da kann auch nichts sein. Das kennen wir schon. Okay, so weit, so gut. Hier bin ich jetzt gerade hochgelaufen, ne? Das war jetzt der Weg, den ich gerade gegangen bin. Also da muss ich oben noch den rechten Weg gehen, aber ansonsten haben wir das soweit. Kann ich jetzt hier unten noch irgendwas? Nee. Nee, das war... Stopp! Das war hier oben. Hier bin ich gerade durch, oder? Ja, hier bin ich hier gerade durch. Oh, da ist das Viech gerade. Ich bin gar nicht den Weg da hoch.
Hier bin ich noch nicht hoch. Ach so. Ach so, da komme ich runter. Ja, lol, ey. Verstanden. Okay, da der gerade hier rumwütet, kann ich mich auch in Ruhe da hinten umgucken, wo eigentlich der Zelda sein sollte. Oder irgendwann mal gewesen ist. Da haben wir uns noch nicht umgeguckt. Da kamen wir noch nicht dazu. Aber hier kam dann die Cutscene und dann sind wir erstmal geflohen, weil Daruk bedrängt wurde. Hier habe ich mich noch nicht wirklich umgeguckt, okay. Aber in dem Ding ist auch soweit nichts weiter. Gut, dann gehen wir den Weg jetzt hier hoch. Wow, was war das denn für ein Kameraschwenk, den ich nicht nachvollziehen konnte? Okay, da ist nix. Also so viele Wege gibt es jetzt auch nicht mehr, die wir noch nicht hatten, ne? Also dafür, dass jetzt hier noch 4 Crocs fehlen. Ganz schön. Also ich hoffe, ich habe noch keine verpasst. Yo, ist okay. Ist jetzt nochmal so eine große Fläche wie drüben auch. Praktisch so das Äquivalent. Hier ist sogar ein bisschen größer aufgebaut. Deutlich größer aufgebaut. Räumen wir mich jetzt mal kurz auf. So, wann kommt der Boss? Immer noch nicht da. Immer noch nicht da. Wo ist er denn? Wo ist euer Boss? Immer noch kein Boss da. Kann auch hier kurz aufräumen. Hä? Lol. Achso, das geht nicht. Das geht gar nicht kaputt, okay. Der Boss hier aufgetaucht. Der Boss da oben aufgetaucht. Ach so. Sag das doch. So. Dann haben wir jetzt hier aufgeräumt und können jetzt hier mal umgucken. Auf dem Weg hier könnte ich mir schon vorstellen, dass da ein Croc auch ist. Irgendwie auch nicht. Ha. Es ist halt immer die Frage, hat man jetzt einen verpasst oder war da wirklich bisher noch keiner? Gut, gehen wir mal hier hinten rum. Also da geht's dann raus. So, da wollen wir jetzt noch nicht hin. Wir gehen jetzt erstmal hier außen rum schön. Kann ich da unten rein? Nein, unten durch kann ich nicht. Ich kann unten durch. Aber unten durch ist nichts. Okay. Hier
ist auch nichts. Okay, ich bin noch nicht so ganz zufrieden mit dem Abschnitt hier. Ja, ich hoffe, wir haben ihn gut genug untersucht. Aha! So viel dazu. Gut. 3 von 6. Halbzeit. So, wegtechnisch. Erstmal da lang. Und da gehen wir gleich weiter. Erstmal hier lang. Hier wurde Truhe gerade aufgemacht. Hat sich mir eine Truhe angehört. Sehe aber keine. Wahrscheinlich ein Irrtum. So, was haben wir hier noch? Kein Kropf. Okay. Aber Geld. Den müssen wir erledigen. Und dann können wir den Wächter hier gleich aktivieren. Aber bevor ich den aktiviere, gucke ich mich erst um. Ich weiß nämlich nicht, ob ich dann runtergeschubst werde. Ich hoffe nicht. Ich wollte eigentlich... Ja, ist ja egal. Scheiß drauf. Nicht so, dass der Kampf mit dir besonders schwer wäre. Es dauert jetzt gerade ein bisschen länger, als es sollte. Au. Au. Und tschüss. So, jetzt kann ich ihn aktivieren. Rückzug. Weh, ihr geht mir da unten drauf. Ah, nice. Sehr schön. 4 von 6. Sehr gut. Na, manche sind halt so offensichtlich und manche nicht. Das ist... Ah. Immer wieder ärgerlich. Hier gehe ich dann runter, na? Theoretisch. Also mache ich jetzt nicht, aber könnte ich dann machen. So, mache ich aber ja eh nicht. Ach, da ist eine Truhe. Ja, moin. So, da waren wir gerade. Hier ist der Wächter zum Aktivieren. Tschüss. So. Hier kann ich auch runterfallen? Nee, will ich nicht. Okay. Dann gehen wir jetzt den anderen Weg noch weiter. Weil ich vielleicht erstmal gucken sollte, dass hier nicht noch irgendwas ist. Da bin ich gerade ein bisschen sehr schnell durchgelaufen. Kann ich hier auf das Wasser zum Beispiel? Ja. Hier nach hinten, aber da ist nichts. Okay. Nun gut. Dann das Ganze auf der anderen Seite. Aber auch da ist nichts. Okay. Dann will ich das mal glauben. Gut, gehen wir da hinten durch. In der Hoffnung, dass ich bisher alles mitnehmen konnte, was mitzunehmen war bisher. Mein 2 Stück fehlen noch. Und wir haben... Ach, guck mal! Einer fehlt noch. Einer fehlt noch. So kann es weitergehen.
Ach, jetzt komme ich von der Seite hier hin. Das ist das, wo ich die ganze Zeit gesagt habe, da muss ich warten, bis das aufgeht. Jetzt bin ich von der anderen Seite hingekommen. Okay, dann haben wir noch genau einen Weg, den wir gehen können. Und jetzt komme ich hier nicht raus. Oh mein Gott, jetzt komme ich hier nicht raus. Wie dumm ist das denn? Ah, okay. Ja, dann haben wir jetzt noch genau einen Weg, den wir gehen können. Ne, zwei. Wir haben zwei Wege noch, die wir gehen können. Und einen Krog. Da wird er wohl auf einem von diesen beiden Wegen noch der eine Krog sein. Also alles andere wäre ja wohl kompletter Müll. Und zwar hier gerade durch. Da sind wir noch nicht gelaufen. Und es könnte sich dann mit dem anderen Weg sogar verbinden. Vielleicht ist es am Ende nur ein Weg. Und die verbinden sich. Mal auf die Karte gucken. Ja, die verbinden sich. Okay, perfekt. Und sobald wir noch einen Krog gefunden haben, sind wir eh fertig. Wild. Ich meine natürlich gerillt. Okay. Guck mal, hier ist Zelda. Hier kann man dann wieder runtergehen. Ich will aber ja nicht runter, ich will ja nur gucken. Hier darf man gar nicht runter. Ob ich einen Krog sehe. Da darf man wahrscheinlich runter. Da will ich nicht. Okay. Dann gehen wir den Weg hier weiter. Hier scheint nichts versteckt zu sein. Nee. Passt alles soweit. Es wird wohl da oben sein. Ich meine, es ist noch genug Möglichkeit für einen Krog, ne? Wir haben noch mehr als genug Möglichkeiten für Krogs. Und es fehlt ja nur noch einer. Insofern passt das. Der wird hundertprozentig noch auftauchen. Man muss es nur ganz fest glauben. So, wo ist der Boss? Da. Okay. Hier gibt es jetzt ein paar Wege, die aufhören. Zum Beispiel der da hier. Das wäre doch ein passender Weg für den Krog. Leider nicht. Leider nicht. Okay, hier ist auch nichts. Da ist auch nichts. Okay, da war kein Krog. Hier unten kann man noch lang gucken. Auch kein Krog. Schade. Gut, dann haben wir den Weg aber trotzdem auch abgefrühstückt. Und können
können einmal jetzt noch... Nee, hä? Wo ist denn das? Ach, da. Ich bin blind. Ist okay. Da ist auch nichts. Schade. Oh nein! Hört hier der Weg auf? Oder bin ich jetzt... Nee, da... Ah, da drüben geht's noch rum. Wollte gerade schon sagen, das wäre jetzt blöd gewesen, wenn ich hier in der Sackgasse gelandet wäre. Nein, hier geht's noch rum. Hier war ich noch nicht. Oder Elektromagus. Gerade rum, Magus. Ah, die geht ja nicht kaputt. Alles nur Deko wieder hier. Komm, zeig mir den letzten Grog und dann sind wir happy. Zeig mir einfach nur den letzten Grog und wir sind alle happy. Ah, wie wär's? Jawohl, Zelda, hau drauf. Da war auch noch kein letzter Krog. Aber wir haben ja auch noch einige Wege vor uns. Immer noch. Allerdings werden es langsam weniger Wege. Bin ich ein bisschen nervöser. Wow, ich hab den nicht gesehen. So, was ich jetzt auf jeden Fall nicht darf, ist den letzten Wächter aktivieren. Ja, genau. Das darf ich jetzt nicht machen. Weil dann portet es uns, glaube ich, wieder runter in den Endkampf. Und dann hätte ich andere Probleme. Deswegen, jetzt muss ich erstmal hier den Weg abgucken. Das wäre jetzt nämlich der Alternativweg von der anderen Seite, den ich noch nicht gegangen bin. Dann wird wohl der Krog hoffentlich hier irgendwo sein, ansonsten wird es kritisch. Also langsam nähern wir uns der Phase, wo es kritisch wird, wenn ich jetzt nicht einen Krog gleich finde. Aber noch kann ich ihn finden. Noch ist es ein Gebiet, in dem ich noch nicht war. Aber nicht mehr lange. Scheiße. Ja, jetzt nämlich. Jetzt sind wir nämlich an der Abzweigung, von der ich vorhin geredet habe. Jetzt wird's wieder kritisch. Wo habe ich was übersehen? Wenn ich ganz großes Glück habe, ist der Krog noch auf dem Weg zum Wächter, der genau noch gefühlt 3 Meter lang ist, den ich noch nicht gelaufen bin. Ah, schieße. Ist hier wirklich kein Kroggy? Oder kann ich nicht zählen und ich habe schon 6 Stück? Da ist der Wächter, den ich noch nicht auslösen will. Oh, yes! Die letzten 3 Meter. Es waren die letzten 3 Meter. Oh, Mama. Jo, ist ja gut. Du musstest nur auslösen. Ach, jetzt musste ich den noch nie herlotsen, ne? Oder so. Ja, Abflug.
Ach, hier muss der hin. Das wollte ich nicht. Das wollte ich nicht. Und wo ist der Wächter? Da drüben oder was? Jo, hört man schon. Na komm, mein Gutster. Komm. Na komm. Oh, so ist fein. Da gehst du bitte weg. Du bist mir schon wieder zu viel geschwächt. So, jetzt ist er genug geschwächt. Jetzt hauen wir ihn halt noch weg. Daruk, du bitte nicht. Na, wobei, er hat's. Ja, okay, er hat's. Ist okay. Jetzt hat er sozusagen seine Stärke verloren. Und dann ist es kein Problem mehr. Ist okay. Ist okay. Ist okay. Ist völlig okay. Alles gut. Dann ebenso. Puh, okay. Und wir haben alle Krogsamen mitgenommen. Entschuldigung. Uff. In wie vor, ich habe mich verzählt. Aber es sollte jetzt alle anzeigen. Hier wäre es auch schön, wenn es einfach eine Anzeige gibt. Du hast alle Krogsamen in dem Level, in dem Moment, wo man sie hat. Aber gut. Yes. Sehr schön. Sehr schön. Damit haben wir jetzt 3 Level mit allen Krogsamen. Ne, 4 Level, weil das eine haben wir automatisch geschafft. Wo war es denn jetzt wieder? Da. Ne, Akala war es, da. Das haben wir automatisch geschafft. Okay, fehlt noch das Mipha-Level. Also, ne, Mipha-Level. Die Flucht. Wobei ich mir das wiederum recht cool vorstellen kann. Das war auch nicht so komplex aufgebaut. Der Wald gefällt mir nicht, dass da der letzte Krogsamen fehlt. Das gefällt mir gar nicht, weil das war ein sehr langes Level. Auch Rivali gefällt mir nicht so gut. Da muss gleich am Anfang einer fehlen und am Ende einer. Gefällt mir gar nicht. Und Urbosa gefällt mir auch nicht. Das sieht scheiße aus. Das sieht scheiße aus. Und Urbosas Level ist riesig. Das ist die Stadt, das ist die Wüste, das ist alles. Da Krogs suchen. Wird nicht schön. Wird nicht schön. Hebe ich mir auch noch ein bisschen auf. Ich denke, wir haben erstmal genug Krogs gesammelt. Wenn wir wieder welche brauchen, sammeln wir wieder welche. Wir haben ein paar Level aufgeholt. Das soll es erstmal gewesen sein. Ich würde gerne nächstes Mal wieder normale Missionen erstmal spielen. Danke fürs Zuschauen. Und tschüss.